Some people say Biden's going to make it. Does anybody think he's going to make it to the starting gate? Gelächter auf dem Herbstparteitag der Republikaner in Kalifornien. Der ehemalige US-Präsident macht sich über den amtierenden Präsidenten Biden lustig. Der 80-Jährige sorgt mit seltsamen Auftritten immer wieder für Gesprächsstoff. I mean, the guy can't find his way off of a stage. Look, here's a stage. Here's a stage. I've never seen this stupid stage before, right? I've never seen it. But if I walk left, there's a stair. And if I walk right, there's a stair. And this guy gets up. Where am I? Trotz zahlreicher Gerichtsverfahren gegen ihn ist der umstrittene Ex-Präsident immer noch der wichtigste Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Die Umfragen sehen ihn derzeit sogar vor dem amtierenden Präsidenten. Where the hell am I? Where am I? Die zunehmende Überalterung der amerikanischen Politszene sorgt immer wieder für skurrile Momente. Erst vor wenigen Wochen macht der republikanische Minderheitsführer im US-Senat Mitch McConnell Schlagzeilen. Bei einem Treffen mit Reportern scheint der 81-Jährige deutlich verwirrt und reagiert nicht einmal auf direkte Anfrage. Und sorgt für eine Diskussion über seinen Gesundheitszustand. All right, I'm sorry, you all. We're going to need a minute. Senator. Benny.